Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Truebox von Crow. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. True von Crow. Erst hat es ja geheißen, das Album soll Fake You heißen. Dann wurde das Ganze jetzt noch umgeändert auf True. Dabei ist es jetzt scheinbar geblieben. Und wir sehen gleich auf den ersten Blick, dass es hier sich um eine spezielle Box handelt. Denn wir haben hier eine durchsichtige Box. Wir können schon in die Box hineinsehen. Und wir haben hier einen Limited Box Verbraucherhinweis Sticker. Und hier unten steht noch limitierte Deluxe Box inklusive Doppel-CD mit 3 Bonustracks und 3 Songs in der Extended Version. Alles klar, True Crow lesen wir hier noch. Wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien und dann schauen wir mal, wie das Ganze jetzt von innen aussieht. Okay, also wir haben hier eine Box in weiß gehalten, so sieht das Ganze von unten aus, Rückseite ebenfalls blank weiß, hier haben wir die Credits bzw. einen Barcode, rechte Seite Crow True mit so einem asiatischen Zeichen, auf der linken Seite ebenfalls, Oberseite blank und hier vorne eben nochmal dieses Zeichen True Crow. Und hier sehen wir schon die Maske. Jetzt ist die Frage, wo wir das am besten aufmachen. Ich würde es jetzt mal... oben probieren. Sehr spannend das Ganze. Also ich habe so eine Box, um ehrlich zu sein, noch nie gesehen. Es gab mal eine ähnliche Box von Sido damals zu seiner Maske Ich und Ich um eine Maske Trilogie. Da gab es auch eine Sido-Maske in dieser Box, war aber etwas kleiner. Schauen wir mal, wie das... Oh, ist die Frage, wie ich das am besten rausbekomme. Irgendwie bewegt sich da nicht viel. Aber jetzt. So, hätten wir das geschafft. Okay, also... Wir sehen hier, diese Maske ist aus Plastik, Hartplastik und wir öffnen das Ganze einfach mal an der Oberseite. Wir haben hier diese zwei Papplaschen, wenn wir die aufbekommen. Hier da, einmal, zweimal, sehr schön. Und dann haben wir hier noch an den Seiten einmal, zweimal. Ich weiß echt nicht, wie ich das am besten aufmachen soll. Es ist echt eine sehr spezielle Box. Ich mache es jetzt einfach unten auch mal auf. Ich nehme das ganze Ding nicht komplett auseinander. Okay, also die Maske ist nicht speziell noch fixiert, die kann man so rausnehmen. Wir haben hier einmal diese Maske und dann, alles klar, dann haben wir hier die zwei CDs. Also die CDs sind gar nicht in einer Hülle, in irgendeinem Pappcase, gar nichts. Nein, die sind hier mit so einer Halterung direkt in diesem Boxrahmen angehängt. Sehr spannend. Hier oben zwischen haben. Also sehr, sehr minimalistisch die Box. Wir haben wirklich diese Maske, aber wir haben kein Booklet, wir haben keine Cover, keine Hülle. Wir haben wirklich diese zwei CDs. Wir haben die Maske. Wir haben hier keine Tracklist, keine Infos zu dem Inhalt. Also das, wobei, Moment, hier steht noch was. Booklet Inside. Hätte ich jetzt fast überlesen. Also,
kann man das sehen. Hier dürfte sich das Booklet versteckt haben. Wenn ich jetzt noch das Ganze... Boah. Alter. Okay. Zumindest haben wir ein Booklet, das stellt mich jetzt doch dann zufrieden. Also, hier ist das Booklet. True. So sieht das Ganze aus. Credits. Und hier Flugticket, beziehungsweise einfach das Artwork, sehr, sehr ungewöhnliche Grafiken und Fotos. Sehr spannend das Ganze. Alles hier in dieser, also durchgängiges Design ist eigentlich dieses Rot-Weiß, aber es wird dann immer gebrochen von so bunten Fotos und Abbildungen. Also ein sehr, sehr abstraktes, merkwürdiges Booklet in meinen Augen. Dann haben wir hier die Infos zu den einzelnen CDs. Also wir haben hier die Tracklist von CD1. Wir haben Features von Patrice Wyclef Jean. Und dann haben wir auf CD2 noch Features von Ivy Soul, Ace-T und das war's. Ich habe jetzt ein, zweimal durch das Album gehört. Meine Favoritentracks sind... da ist er nicht drauf. Einmal Unendlichkeit, Video Edit und einmal noch da. Also Track 11 und Track 19 sind die, die mir speziell jetzt im Gedächtnis geblieben sind. Ich bin jetzt nur... Okay, also das sind sehr, es sind nicht mal richtige Pappcases, sondern es sind einfach Papier, also gar nicht gestärkt, irgendwie so leicht Karton, sondern wirklich Papier, ganz dünn, ihr seht das, für die CDs. Das heißt, wenn ihr die nicht in dieser Box aufbewahren wollt, könnt ihr die natürlich auch hier reinmachen. Ja, das war diese Halterung für das Booklet an sich. Und im Endeffekt... Können wir uns noch kurz die CDs anschauen, wenn ich die da mal rausmache. Das ist CD2, in Weiß und Gold gehalten. Und dann haben wir noch CD1, ebenfalls in Weiß und Gold. So sieht das Ganze aus. Ja, und das ist der gesamte Boxinhalt. Also wir haben hier diese... spezielle Box, die mehr oder weniger so eine, wie so eine kleine Vitrine aufgebaut ist, die man sich schön ins Regal stellen kann. CD1, CD2. Diese zwei alternativen Papiercases, wo ihr die CDs reingeben könnt. Das Booklet. Und diese Crow-Maske aus Hartplastik. Also die ist echt stabil. Könnte man sogar, wenn man sich da irgendwie überlegt, wie man die am Kopf festmacht mit einem Gurt oder mit irgendeinem Gummibändchen hier, dann könnte man die, glaube ich, sogar ja, mehr oder weniger aufsetzen. Aber natürlich besser geeignet, wenn man die dann wieder hier reinmacht. Alles klar. Ja, relativ unübliches Unboxing, weil einfach der Boxinhalt so und die Box an sich so speziell sind. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ich hätte jetzt schon erwartet, dass ich da irgendwie CDs in Hüllen oder anderweitig noch Boxen halt vorfinde. Ja, mich würde natürlich interessieren, was ihr von dem Album der Box haltet. Und ja, wenn ihr die Musik von Crow feiert, falls ihr Crow unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.